euch heute meine Jahresfavoriten abdrehen im Thema Ernährung. Und hierbei soll es darum gehen, was ich in den letzten Wochen, Monate, letzten Jahr gerne gegessen habe. Es ist überwiegend alles, eigentlich ist es fast alles gesund, weil ich ja auch Weight Watchers mache und da wollte ich euch einfach mal ein paar Produkte zeigen, die ich sehr, sehr gerne mag. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, es sind meine Weight Watchers Jahresfavoriten, denn das sind die Produkte, die ich mir immer, immer wieder nachgekauft habe, die immer wieder irgendwie im Kühlfach oder im Kühlschrank liegen und die für mich meine Sachen sind, die ich wirklich eigentlich fast immer im Haushalt haben muss, damit ich meine Rezepte kochen kann. Ganz einfach eigentlich. Ja, hier ist ein voller Korb mit Nahrungsmitteln und damit das Video nicht zu lange wird, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich greife jetzt hier wahllos rein und sage euch, was ich gerne gegessen habe oder sage euch auch teilweise Sachen, wenn ich die nicht da habe, was ich sonst gerne noch mag und blende euch dann Bilder davon ein. Aber wir fangen jetzt erstmal mit diesem großen Korb an und angefangen mit einem Tee. Ich bin ja jetzt im Weight Watchers in der Weight Watchers Treffengruppe sozusagen und da wurde mir zum allerersten Tag, als ich da war, da konnte man kostenlos hingehen und sich erstmal angucken, ob man das überhaupt toll findet, wurde mir ein Blueberry Muffin Tee geschenkt, also ein kleiner Teebeutel, um ihn zu probieren. Der ist relativ neu, würde ich sagen, von Teekanne. Viele kannten ihn schon, ich möchte ihn jetzt aber trotzdem vollständigkeitshalber zeigen, denn ich habe hier zwei Favoriten und zwar der Lemon Cake und der Blueberry Muffin. Ich habe auch noch den anderen Apple Pie, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Apple Pie war. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Apple Pie war, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon leer getrunken, deswegen kann ich ihn euch jetzt nicht mehr zeigen. Ja, die sind auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Die sind ohne Zuckerzusatz, ohne Stevia oder Süßstoff oder ähnliches und schmecken trotzdem sehr, sehr lecker. Bei dem Blueberry Muffin, das war ja mein erster, den ich probiert hatte, der war wirklich so, so süß und hat so krass nach Muffin geschmeckt, dass ich teilweise sogar Lust hatte, einen zu essen. Aber nachdem ich die Tasse leer getrunken hatte, war dieser Süßhunger, dieser Heißhunger daraufhin einfach weg und ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ich habe dann meinen Freund losgeschickt am selben Tag nochmal so, ich brauche diese Tees. Wenn ich Heißhunger auf was Süßes habe, jetzt gerade zu der Jahreszeit, dann kann ich wenigstens den Tee trinken und habe das Gefühl, dass es danach schmeckt und meistens ist es ja auch so ein bisschen Verarsche, aber ich finde das wirklich eine gute Alternative, um diesen Süßigkeiten-Hieper so ein bisschen loszuwerden und kann sie euch daher nur empfehlen. Mein Favorit ist wirklich dieser Blueberry Muffin, aber sie sind alle lecker und deswegen könnt ihr sie gerne mal ausprobieren. Und ich weiß jetzt nicht, was sie kosten. Ich glaube, zwischen 1,75 und 2 Euro noch was. Kommt, glaube ich, drauf an, wo man sie kauft. Ist nicht ganz günstig, aber Teekanne allgemein hat ja gute Tees. Und ich finde, bei Tees sollte man auch ein bisschen auf die Qualität achten, dass es nicht zu, ja, künstlich alles schmeckt. Und es, ja, ihr wisst schon hoffentlich, was ich meine. Gut, genug von Tee geredet. Machen wir einfach mal weiter. Dann ganz, ganz groß im Rennen für Frühstück bei mir unter anderem sind auf jeden Fall Haferflocken, aber die zarte Variante. Ich habe jetzt hier aus vollem Korn extra zart. Da ist es mir egal, von welcher Firma, bin ich ganz ehrlich, da greife ich immer zu den zarten einfach, die ich gerade kriege, in welchem Laden auch immer. Wir gehen meistens bei Netto oder Lidl einkaufen, aber die waren jetzt hier von Netto und sind von Viva Vital und ja, daraus mache ich mir halt entweder mein Overnight Oats, wenn ich halt gerade am nächsten Tag arbeiten muss oder früh los muss und nicht so viel Zeit habe, mache ich mir Overnight Oats mit Chiasamen. Die habe ich jetzt natürlich vergessen mit reinzupacken, weil die sind in einer großen Box bei uns. Chiasamen ist definitiv auch noch ein Favorit von mir und das eigentlich immer mit, in der Verbindung mit den Haferflocken. Finde ich ganz, ganz toll und macht mich auch lange satt und kannst noch ganz viele andere Sachen mitmachen. Ich habe damit schon Brötchen gebacken, Mug Cakes, also Mikrowellen Kuchen damit gemacht. Also wirklich sehr, sehr lecker und eigentlich immer zu Hause. Ansonsten kriege ich wahrscheinlich die Krise. Dann machen wir weiter auch mit Frühstück oder Abendessen, je nachdem, wie man möchte. Ich mache es meistens zum Frühstück. Das sind die Bio Toastbrötchen mit Roggen und Meersalz verfeinert. Die sind total lecker. Die mag ich unheimlich gern. Die machen mich auch lange satt, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich jetzt nur ein Brot esse, habe ich optisch das Gefühl, dass ich nicht satt bin nach einem Brot. Wenn ich aber diese Teile esse, habe ich wirklich das Gefühl, okay, du hast da viel drauf gemacht, das war wirklich sehr, sehr lecker und du hast einen Brötchenersatz. Der Vorteil hier dran ist, Brötchen und diese Brötchen haben ähnlich viele Punkte bei Weight Watchers, allerdings machen die mich wirklich lange satt und sie sind einfach schnell gemacht, in den Toaster geschmissen und die funktioniert super gut. Mein Freund mag die auch sehr gerne und deswegen sind die eigentlich immer in unserem Haushalt. Ob es jetzt von der Firma ist oder von der Lidl-Firma, ist eigentlich egal. Hauptsache es sind die Roggen-Toastbrötchen.
So, weiter mit einer Sache, wo ich gerne Salat mitmache. Gerade wenn ich unterwegs bin, auf Arbeit oder so, brauche ich ja was ich mitnehmen kann, was ich als Salat schnell snacken kann oder eben nicht unbedingt aufwärmen muss. Wir haben zwar eine Mikrowelle, aber die müsste ich dann immer rausräumen, weil wir alle eher kaltes Essen bevorzugen auf Arbeit, weil es ja zwischen den Kunden einfach mal kurz passiert, okay, du hast gerade mal 10 Minuten Zeit, du gehst mal kurz nach hinten und isst was. Und deswegen muss es immer schnell gehen und da habe ich für mich dieses Jahr entdeckt Quinoa. Den mache ich sehr, sehr gerne als Quinoa-Salat mit Feta-Käse drin, also Feta-Light und Tomaten, Gurke, all so eine Sache. Also wenn ihr wollt, ich kann euch auch ab und an mal so eine Rezeptideen machen, wenn ihr möchtet. Das ist gar kein Problem, hinterlasst mir das definitiv in den Kommentaren, ob ihr da gerne so eine kleine Do-it-yourself, Go-to-work Rezepte haben wollt, die ich euch dann zeige, weil sie sehen, gehen alle relativ schnell, weil ich habe morgens keine Zeit, da ewig was zu kochen. Genau, also auf jeden Fall Quinoa und auch Couscous, der ist allerdings leer, den mache ich auch total gerne als Salat. Geht schnell, Wasser drüber aufquellen lassen und die ganzen Gewürze reinhauen. Klein schnibbeln, fertig. Genau. Machen wir weiter mit auch was schnell geht. Und zwar Gemüse. Hier benutze ich total gerne die asiatische Pfannengemüse oder die mexikanische oder, ach Mensch, griechische ist es, glaube ich. Auf jeden Fall die von Netto, weil ich finde, da ist relativ viel drin. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Es sind keine Zusätze drin wie Butter oder so, weil darauf bin ich eine Zeit lang reingefallen. Das ist reingefallen. Ich habe halt gerne so eine, gibt es auch bei Netto so eine abgepackten, die du eben für eine Portion machst, die du in der Mikrowelle, Backofen oder Pfanne machen kannst. Und die habe ich eigentlich gern gemocht. Ich habe die immer dann in den Backofen geschoben, dann überbacken lassen und es war wirklich lecker. Ich habe immer nicht darauf geachtet, dass drunter, also unten am Boden, Butter drin war. Und somit haben sie natürlich auch Punkte und das wollte ich ja nicht. Ich wollte Gemüse haben, was keine Punkte hat. Und dann nehme ich halt sehr, sehr gerne das. Klar, kommt bei uns auch frisches Gemüse auf den Tisch, aber es geht, muss einfach manchmal schnell gehen und dann sind halt diese fertig abgepackten, geschnibbelten Sachen schon viel schneller und einfacher. Und deswegen ist asiatisches Gemüse eigentlich immer bei uns zu Hause. Dann ein weiteres Produkt, was mir mein Weight Watchers Coach empfohlen hat, was ich nie wirklich beachtet habe. Und zwar ist das Kap Seehecht mit Rosmarin und Olive. Da gibt es auch noch Zitrone und noch was. Und, also es gibt drei Sorten davon anscheinend bei Lidl. Ich achte, wenn ich Fisch kaufe, immer darauf, dass es eben aus zertifizierten, nachhaltigen Fischereien ist. Muss nicht jeder machen. Ich achte wenigstens darauf, wenn ich es schon nicht schaffe, vegetarisch zu leben, dann möchte ich wenigstens, dass ich da so ein bisschen auf die Umwelt achte. Und diese ganze Packung könnte ich theoretisch alleine essen, weil sie so wenig Punkte für mich hat. Und mache ich auch manchmal. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Es geht schnell. Man kann es im Backofen machen oder in der Pfanne. Wirklich, wirklich lecker. Und die sind eigentlich jetzt, seit ich das weiß, auch immer in unserem Kühlfach. Und mein Freund findet sie auch sehr lecker und der Kleine auch. Deswegen absolute Kaufempfehlung für Weight Watchers, Leute. Guckt sie euch definitiv an. Weiter geht's mit Ölen und zwar mag ich hier total gerne entweder Rapsöl, Olivenöl oder eben Kokosöl und das ist nicht nur gut zum Kochen, sondern auch für Haut, Haar und alles andere. Aber hauptsächlich habe ich mir das jetzt hier gekauft zum Kochen, das habe ich aus dem Asiamarkt. Ja, ich finde es einfach total lecker, wenn man Hähnchenbrustfilet oder so in Kokosöl anbrät. Das schmeckt wirklich gut, es hat wenig Punkte, beziehungsweise hat halt die gesunden Fette nur. Und hier habe ich jetzt eine Flasche genommen. Ich hätte eigentlich gerne diesen Bottich gehabt, aber jetzt gab es halt nur die Flasche, weil ihr seht ja, dass das Ganze fest ist. Man müsste das vorher aufwärmen, damit man es dann in die Pfanne geben kann. Finde ich ein bisschen unpraktisch, aber normalerweise habe ich immer diesen Bottich, entweder von Alnatura oder eben aus dem Asiamarkt. Dann auch gerne gemocht im Jahr 2015 sind Zimt. Teile, entweder Zimt gemahlen oder Zimt jetzt wie hier in so einer Dose, also grob gemahlen oder eben so. Finde ich total lecker, mache ich mir total gerne auf die Äpfel drauf, damit die so ein bisschen leckerer schmecken. Oder in meinen Porridge rein oder in Kaffee. Finde ich total lecker und deswegen muss es immer da sein. Ist auch so ein Produkt, wenn es leer ist, kriege ich die Krise. Dann machen wir weiter mit etwas nicht ganz so gesunden und zwar Erdnusscreme. Ich habe jetzt hier die Crunchy-Variante. Wenn ich wirklich so einen Heißhunger auf was Süßes habe, nehme ich entweder eine Zartbitterschokolade und lutsche die sozusagen auf der Zunge. Oder ich nehme mir so einen Teelöffel mit Erdnussbutter. Ich mache die mir auch gerne mal in Porridge rein. Oder nehme das als Dip für Gemüse. Für Obst. Ja, lecker. Paprika mit. Ja. Mein Freund guckt mich schon immer blöd an, wenn ich das mit Apfel oder Banane esse. Aber ist definitiv besser und gesünder, als Nutella drauf zu machen. Und deswegen. Ich liebe Erdnusscreme und deswegen
muss das so ein, zwei Mal im Monat mit. Ich versuche das nicht jeden Tag zu essen. Versuche wohlbemerkt. Dann auch neu entdeckt dieses Jahr ist der Sky, wie auch immer man ihn ausspricht, nach irländischer Tradition von Arla. Hier mag ich allerdings auch die kleinen Packungen mehr, die unten Früchte drin haben. Die haben auch nicht ganz so viele Punkte, aber ich wollte jetzt diesmal diesen Original Natura haben, weil ich mir da Flavor Drops reinmachen möchte, die ich mir bestellen möchte. Oder eben auch Früchte einfach reinschneiden möchte und das ist irgendwie frischer und nicht so künstlich. Und deswegen habe ich gesagt, möchte ich den halt gerne mal wieder nehmen. Den hatte ich damals schon mal ausprobiert, den habe ich bei Instagram tatsächlich entdeckt. Also Instagram made me buy it und so. Ist auf jeden Fall lecker, ist gewöhnungsbedürftig, schmeckt nicht wie normaler Joghurt. Muss man abkönnen. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Mein Freund mag ihn nicht so sehr, außer in Shakes. Ansonsten, ja, ihr könnt euch ja mal ranwagen und erstmal dieses kleine Bottich mit dem Obst unten probieren. Dann wisst ihr ungefähr, wie der hier auch schmeckt. So, weiter geht's mit einer Entdeckung, die ich unheimlich gut finde. Denn ihr wisst ja alle, Wiener Würstchen haben bei Weight Watchers sehr viele Punkte. Unverschämt viele Punkte, finde ich. Und ich habe jetzt bei, was heißt jetzt, letztes Jahr eigentlich schon irgendwie vor Ewigkeiten, Wiener entdeckt von Netto. Hatte die dann vergessen, welche das war, weil bei Netto gibt es ja verschiedene, auch gesündere Wienerchen. Und habe sie jetzt aber wieder entdeckt, und zwar die Viva Vital Geflügel-Wienerchen mit Magermilchjoghurt. Und es hört sich total eklig an, ist es aber nicht. Die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Mein Freund suchtet sie genauso wie ich, mein kleiner packt da auch immer rein und nimmt sich eine raus. Die sind sehr, sehr lecker und haben unverschämt wenig Punkte. Also das ist so mein Snack für zwischendurch. Also definitiv Kaufempfehlung für die Würstchen. Dann habe ich gestern entdeckt, und da muss ich zugeben, gestern deswegen, aber es hat es reingeschafft in meine Favoriten, weil ich finde, dass es endlich mal was ist, was lecker ist und gesund ist. Also gesund in Anführungsstrichen. Es ist eben ein Getränk, was keine Kalorien, keine Zuckerstoffe, keine Süßstoffe drin hat. Und trotzdem total lecker ist. Und zwar von Pfanne, Pur-Tee, Früchtetee. Davon habe ich mir auch den grünen Tee mitgenommen. Theoretisch ist es letztendlich nur Tee, der abgebrüht ist und kalt gemacht wurde. Klar ist da noch ein, zwei Geschmacksverstärker bestimmt drin. Will ich jetzt gar nicht lügen. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, Früchtetee-Aufguss, Wasser, Hagebutte, Hibiskus, Heidelbeere, Schwarze Johannisbeere, Holunderbeere, Apfel und dann sind noch Aromastoffe, natürliche Aromastoffe und ein Holunderbeerensaftkonzentrat drin. Also es ist nicht ganz so fies, wie sich das wahrscheinlich meistens von gekauften Tees so anhört. Deswegen habe ich den einfach mal mitgenommen. Ich wollte ihn probieren und fand ihn wirklich sehr, sehr lecker und werde mir ihn definitiv nachkaufen. Ich muss nachher den kleinen abholen. Ich habe das nämlich jetzt vorhin bei Netto liegen lassen, habe es vergessen total. Möchte jetzt aber nochmal gucken, ob ich den jetzt nochmal bei meinem Netto kriege. Und werde mir dann noch ein paar Flaschen holen, weil es einfach eine nette Geschichte ist, um einfach mal schnell was aus dem Kühlschrank zu nehmen und nicht erst sich Tee abbrühen muss. Also es ist eigentlich was für kleine Faulies. So, dann wichtig sind natürlich Gemüsesachen. Und hier finde ich einfach total praktisch, weil man muss nicht schnibbeln. Diese kleinen Snack-Paprika-Herzen, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Dann kleine Karottenteile, da gibt es noch diese Cherry-Tomaten, die finde ich auch total lecker. Da kann man sich einfach eine Handvoll nehmen und die vor dem Fernseher snacken. Finde ich gut und kaufe ich auch jedes Mal wieder nach. Gerade bei Lidl gibt es gleich, wenn man an der Kasse ist, so einen kleinen Stand. Da kann man sich das immer mitnehmen. Gibt es auch Mini-Äpfel und Mini-Kiwis, habe ich letztens gesehen. Also es ist immer wieder so ein bisschen unterschiedlich und kostet halt alles so um 1 Euro und ist zum zwischendrin snacken echt cool. Dann neu entdeckt, und zwar aus dem Grund, dass ja die Verpackungen bei Weight Watchers neu gemacht werden, denn hier steht ja noch Pro Points drauf und jetzt gibt es ja offensichtlich Smart Points und hier steht jetzt halt die falsche Punktzahl drauf. Das finde ich aber nicht schlimm, weil ich, wenn ich einkaufen gehe und neue Produkte ausprobiere, scanne ich sie eh ein und habe dann geguckt, wie viele Punkte der hat. Der hat jetzt statt einem Pro Point, hat der zwei Smart Points. Keine große Geschichte, kann ich hier offiziell sagen, denke ich mal. Ich habe das erste Mal ausprobiert, auch aus dem Grund, weil er eben im Angebot war, weil die Verpackung falsch ist. Und finde ihn sehr, sehr lecker. Und ich finde es eine gute Alternative, um eben mal Käse zu essen. Ich habe meinen Milch-Käse-Konsum, Joghurt-Konsum so ein bisschen zurückgenommen. Aber für zwischendurch finde ich das wirklich gut. Und würde ich mir, wenn es im Angebot ist, würde ich mir den auf jeden Fall nochmal kaufen. Also da kann ich auf jeden Fall sagen, der junge Gouda ist sehr, sehr lecker und könnt ihr gerne mal ausprobieren.
So, nur die letzten zwei Produkte. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Produkt, das mein Freund gekauft hat für sich, weil er es gerne mag. Und ich dann einfach mal einen Hieber drauf hatte und gesagt habe, na gut, dann scanne ich mir das jetzt halt ein. Es wird bestimmt ganz viel Kalorien haben und Punkte. Und zwar ist das die Putenzwiebelmettwurst von Netto. Und die hat tatsächlich bei 2 Esslöffeln nur 1 Punkt. Das finde ich echt gut. Also große Empfehlung an Leute, die Mettwurst mögen und sich nicht mehr rantrauen. Die Putenzwiebelmettwurst ist wirklich, wirklich lecker und punktearm. Und wird deshalb jetzt auch wieder nachgekauft. Und jetzt ein Produkt nochmal vom Weight Watchers, was ich aber einfach mega lecker finde. Ich habe in einer normalen Einkaufstheke noch sowas in der Art noch nicht gefunden. Also wenn ihr sowas kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und zwar ist es das Chocolate Brownie Snack It's Riegelchen. Finde ich so lecker. Wirklich unheimlich lecker. Ist ja ein neues Produkt von Weight Watchers. Kann man online auch bestellen. Ich kaufe mir das halt immer wieder mal im Treffen. Und finde die so lecker. Also wirklich. Sogar mein Freund findet sie gut. Und ich esse die und habe danach auch keinen so großen Hieber mehr auf was Süßes. Und kann halt damit mit wenig Punkten doch mal was naschen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung für mich, dass ich das nasche. Und deshalb wollte ich es euch mal zeigen. Also das ist einer der Produkte, die ich wirklich mag von Weight Watchers. Und die ich mir auch definitiv immer wieder nachkaufen werde. So, das waren jetzt sozusagen meine Favoriten, die ich gerne zu mir genommen habe, die ich jetzt auch gerade da hatte, die ich euch zeigen konnte. Da gibt es bestimmt noch 1, 2 andere Sachen, die ich total gerne mag oder ich werde ein paar neue entdecken. Wenn ihr möchtet, gebe ich euch dazu gerne mal ein Update, wenn ich neue Sachen entdecke, damit ich euch auf dem Laufenden halte, wie es bei Weight Watchers läuft und was es für schöne Sachen gibt. Und ich habe ja auch ein paar Abonnenten, die Weight Watchers machen und deswegen dachte ich mir, ist das, glaube ich, ganz cool, mal auch so ein Jahresfavoritenvideo zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr Frühjahr-Videos wollt, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid und kann mich darauf einstellen, dass ich mir aufschreibe, was ich gerne mag, um es euch dann wieder zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Hier unten seht ihr wie immer mein Video vom letzten Mal. Und macht's gut, Mädels und Jungs. Und bis dahin, ciao.